Hallo und herzlich willkommen bei Lebensthemen TV. Mein Name ist Marsha Leolilan und dein Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Ich habe erneut Felix Opprecht hier. Er ist der Gründer von der Genen-Kooperation und wird uns noch einmal erklären, was man mit der Genen-Kooperation, was für einen Nutzen das bringt. Also du hast sie ja gegründet, einerseits um die biologischen Gesetze zu verbreiten bzw. die neue Medizin. Richtig. Aber der wichtigste Teil bei der Genen-Kooperation ist, dass man Lehrgang machen kann. Ja, richtig. Also es ist so, die neue Medizin ist sehr komplex. Sie ist einfach, aber sehr komplex, weil sie besteht aus den 5 biologischen Naturgesetzen, die Dr. Hamer entdeckt hat. Und den ganzen komplexen Bereich zu verstehen, ist es wichtig, dass man ein Konzept hat, wie man das lernt. Mhm. Also es ist sehr schwierig, wenn man irgendwo einsteigt und versucht, mal das zu lesen, mhm. weil sie so komplex ist. Und darum braucht es ein didaktisches System, wie man das erlernen sollte oder könnte. Mhm. Und wir sind auch der Ansicht, man muss die Grundlagen richtig lernen. Wenn man die Grundlagen nicht versteht, wird es schwierig, nachher das ganze Konzept zu verstehen. Mhm. Und unser Ziel ist es einfach, dass wir ein didaktisches System haben, wie man das Schritt für Schritt erlernen kann, dass es auch schnell erlernt werden kann und dann nicht, dass man irgendwie 20 Jahre braucht. Ja, genau. Und das hast du bereits aufgebaut. Im Moment sind wir in der Entwicklungsphase, wo es darum geht, den Kursaufbau, das steht alles schon. Nur müssen wir jetzt noch auch die Termine, gewisse Termine noch festlegen. Also Vortragstermine gibt es schon genügend. Es gibt offline, das heißt lokal in Zürich momentan. Wenn es Menschen gibt, die interessiert sind, dass Felix Opprecht einen Vortrag vielleicht mal in Bern oder in Basel oder in St. Gallen machen kann, dann bitte bei uns melden. Und nach dem Vortrag könnte man einen Tageskurs machen oder kann man direkt in den Tageskurs hinein? Also man kann schon direkt in den Tageskurs hinein. Mhm. Es ist einfach besser, wenn man mit dem Vortrag beginnt. Mhm. Warum? Es ist so, wenn jemand noch nie etwas gehört hat von der neuen Medizin, dann ist eben der schrittweise Vorgang sehr wichtig. Oder? Ja. Wenn jetzt jemand sich schon damit befasst hat, kann man natürlich selbstverständlich in den Einsteigerkurs einsteigen. Das ist kein Problem, das kann man schon machen. Ja. Okay. Was kostet der Kurs, der Eintageskurs? Der Eintageskurs ist 160 Franken. Wenn Sie Glück haben, erwischen Sie gerade eine Rabattaktion. Mhm. Also immer schauen, das bieten wir ab und zu an. Okay. Und was nehme ich davon raus aus diesem Tageskurs? Was habe ich nachher davon? Also der erste Schritt ist ja, die Grundlagen richtig zu lernen. Das heißt, das ist das Verständnis der 5 biologischen Gesetze. Mhm. Es geht nicht darum, die neue Medizin an und für sich zu verstehen, sondern einfach die Basis, die 5 biologischen Gesetze. Mhm. Und wenn man die verstanden hat, wenn man das wirklich begriffen hat, nachher kann man darauf aufbauen und sich dann die neue Medizin aneignen. Gut, einen ersten Tageskurs haben wir schon gehabt, der war ja voll. Der zweite Tageskurs wird am 29. Oktober sein. Genau, und der nächste Vortrag ist am 19. Oktober, ansonsten einfach da gnm-kooperation.com, dort findet ihr alle Termine. Nach dem Tageskurs gibt es einen Grundkurs. Richtig. Und da haben wir auch schon einen festgelegt. Ja, der geht dann 2 Tage und da geht man dann tiefer hinein, die Thematik zu verstehen. Mhm. Also so, dass man es nachher anwenden kann auf die eben Krankheiten oder sogenannte Krankheiten. Mhm. Oder wie wir sagen, nach der neuen Medizin, die sinnvollen biologischen Sonderprogramme. Gut, das finde ich toll. Und wenn ich jetzt den ganzen Lehrgang durchmache, habe ich dann ein Diplom oder ein Zertifikat oder was kann ich dann machen? Ja, es ist so, wir werden das so machen, wenn jemand den Kurs besucht, gibt es eine Bestätigung. Mhm. Wenn er das mit einem Trainingsprogramm macht, dann gibt es noch eine Urkunde. Und wenn er das ganze Programm gemacht hat, dann gibt es ein Zertifikat. Mhm. Also wo ihn ausweist, dass er das auch versteht richtig und anwenden und praktizieren kann. Okay, tolle Sache. Und wenn ich jetzt, ich bin jetzt arbeitslos und kann ich als, vielleicht eben Therapeut habe ich vielleicht mal gearbeitet oder im Spital oder als Bauleiter, sowas, könnte ich da einfach einsteigen? Ja, natürlich, das kann jeder, das ist ja das Ziel. Das kann jeder.
Das kann sich wirklich jeder aneignen. Wichtig ist einfach der schrittweise Aufbau. Gut, super, finde ich eine tolle Sache, Felix, was du da machst. Ganz klar. Dankeschön. Danke, wenn ihr Fragen habt, einfach Kommentar reinfügen oder direkt schreiben an Felix Obrecht. Das findet ihr alles auf dieser Seite. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.